Mann, wo ist denn der Ulf schon wieder? Die ganze Zeit schon gesucht. Sag nur, der fummelt jetzt nochmal irgendwas ans Auto dran. Ja. Also jetzt reicht's langsam, Männer, wir müssen auf die Messe, es ist kurz vor um. Ist dir jetzt da nochmal was eingefallen, oder was? Also wir hätten da hinten dann schon noch die eine oder andere Idee. Ach komm ey, hau mal doch ab. Ja. Also, ich habe das letzte Mal schon 8 Stunden hier mit dem Steffen da rumgefummelt. Okay, was haben wir? Also wir könnten immer noch einen draufsetzen. Wir hätten hier für die Seite noch ein paar Flaps. Wir könnten hier das Ganze noch schließen. Und auf den Heckansatz, da könnten wir auch noch einen draufsetzen. Wir haben hier unten auch ein kleines bisschen noch mal Luft gelassen, weil es kommt ja noch was drunter. Genau. Können wir jetzt im Übrigen auch gleich machen. Ja. Lassen wir vielleicht die Schutzfolie hier, falls wir irgendwie abrutschen. Und da unten sind im Endeffekt 2 Löcher. Und die können wir einfach mit übernehmen. Da muss ja niemand was bohren. So, das stützt auch ein bisschen den Heckansatz. Gehen wir gleich zum Schweller über, oder? Ja, gerne. So. Führen wir die Linie einmal fort. Und auch hier seht ihr, 3M-Band kommt direkt an unseren Schweller, wird ganz flächig verklebt. Das hält. Das hält hoffentlich Bombe. Im Übrigen haben wir auch hier extra eine Aussparung gemacht, die dann hier auch speziell im Bauteil dran ist. Warum haben wir das gemacht? Damit jeder weiß, wo er positioniert werden muss, wo er hin muss und wie weit er vor allem auch rein muss. Ne? Genau. Im Endeffekt wird er bündig gehalten, vorne, hinten und im unteren Bereich des Originalschwellers. So, ich habe die Position jetzt hier schon mal fixiert. Gut, dann fange ich hier hinten einmal an. Und einer muss die Position am Schweller dann letztendlich halten. Im Übrigen, diese Varianten von Schwellern und auch von Heckansätzen, wie ihr wisst, gibt es in zahlreichen Versionen jetzt demnächst dann auch für die normalen Fahrzeuge, also nicht für die Fahrzeuge, die jetzt extra schon einen Spoiler dran haben, sondern auch ohne diesen Spoiler ist dann sowas verbaubar. Gibt es auch in diesen Varianten. Gut, wunderbar, dann machen wir auch gleich den Heckansatz. Genau. Der wird hier so aufgeschoben und wird dann im Endeffekt hier unten nochmal mit Hilfe der Nieten an dem Tuning-Heckansatz von uns befestigt. Zusätzlich dann hier nochmal mit 3M-Klebeband. Auch da bitte die Laschen wieder vorbereiten zum Ausziehen. Sonst klebt er nämlich schon zu früh und ich mache da die Klebestellen ein bisschen sauber. Ich hätte vorgeschlagen, wir schieben den Heckansatz auf Position, lösen die Klebebänder. Dann ist er schon mal auf der Position so weit gehalten, wie wir es haben möchten. Und dann machen wir die Bohrung, oder? Ja. Jo, jo, jo. Ich würde sagen, das Ding ist fest, bewegt sich soweit nichts mehr. Heckansatz Nummer 1, 2, 3, 4, 5, was auch immer.
Und so, dann machen wir das Ganze nach vorne. Wir haben hier vorne auch noch einen Schmankerl. So. Und jetzt, was haben wir hier? Nochmal ein geiles Brett, im Endeffekt gleicher Style. Wieder so ein Frästeil von uns. Die finden hier, beziehungsweise die Positionierungsabstandshalter, damit es schön sauber hier drunter passt, sind schon von uns eingearbeitet. Es ist hier auch nichts so weit geschraubt, da kann nichts gammeln. Und ja, schauen wir mal, ob es auch entsprechend cool drunter passt. Es müsste eigentlich genau hier mittig. Zack. Zack. Das macht ja sogar schon Klack. Und yes, und geht genau hier rein. Und man merkt so richtig, also es will ja schon ohne Verschraubung sozusagen halten. Wir machen jetzt da mal eine rein. Da haben wir auch besonders lange Nieten. Das sind dann eben hier die 50er Nieten. Dann schauen wir mal, wie das da zieht. Der Kompressor ist aus. Ja. Ach, Kinder! So, und mit Kompressor geht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen besser. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis der Kompressor aufgeladen ist. Ah! Und hier ist natürlich auch wichtig, dass ihr da ganz gerade bohrt. Also da auf keinen Fall irgendwie schief bohren oder so. Sonst kommt man da raus, wo man nicht rauskommen will. Wenn ihr den Spoiler und den Spoiler in Kombination macht, dann macht am besten Folgendes. Und zwar macht die Löcher dann eben nicht genau hier und hier gleich, sodass die Kappspoilerlippe mit dem Auto auf der gleichen Höhe wie die Spoilerlippe befestigt ist, sondern versucht die leicht versetzt zu fahren. Wenn man beide Spoiler von Anfang an weiß zu verbauen, kann man das ja im Endeffekt mit einplanen. Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist doch super. Mehr brauchen wir da auf jeden Fall nicht. Was jetzt runterfällt, ist vielleicht eher das Auto. Deswegen lassen wir es wieder auf die Bühne. So, aber ey, Ulf, jetzt nur mal kurz zum Verständnis, ja? Ja, ich glaube. Es war alles jetzt. Ja, wir lassen es. Ist es. Okay. Also, ich würde sagen, irgendwann ist mal wirklich gut. Dann würde ich sagen, räumen wir unsere Sachen auf und ansonsten sind wir schon auf dem Weg zur Messe. Wenn ihr das Video seht, ja, dann war die Messe schon, ich weiß, aber alles nicht so schlimm. Bloß das ist der Grund, warum wir jetzt ein bisschen hektisch unterwegs sind. Und in dem Fall würde ich sagen, adios, danke fürs Zuschauen, teilen, was weiß ich, abonnieren. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao.